Ich habe eigentlich gewonnen, meine Nudel klebt immer noch. Hallo und herzlich willkommen zu YamTamTam. Viele von euch trauen sich ja nicht so richtig ans Kochen ran, weil sie denken, ah, ich kann das überhaupt nicht, es ist viel zu schwer mit dem Würzen und so. Deswegen hat Knorr uns gefragt, ob wir mal eine Challenge machen können, nämlich Tüte gegen frische Spaghetti Bolognese. Möge der Bessere gewinnen. Und damit es noch challengiger wird, kriegen wir zwischendurch immer ein paar Aufgaben reingereicht. Oh, ich merke schon, da kommt die erste. Speed Cooking. Wer kocht am schnellsten? Gut. Ich brauche ein Brettchen. Und ein Messer. Ich glaube, ich muss mich gar nicht beeilen. Ja, ich schon. Ich fange an mit Karotte, denn eine gute Bolognese braucht eine nice Karotte. Okay, was brauche ich denn heute? Öl, Hack, Spaghetti und Knorr natürlich lecker. So, Öl in die Pfanne. Ich würfel meine Karottchen in der Zwischenzeit. Jetzt brauche ich noch eine schöne Zwiebel. Du hast nicht so viel zu tun, ne? Nee, ich gucke und Und du könntest jetzt auch Fernsehen. Oder Fernsehen? Nee, da sollte man die Videos gucken von uns, die man noch nicht gesehen hat. Ja, stimmt. So, ich schmeiß mal das Hack hier rein. Ja, ich schneide noch meine Gemüse. Brauche nur noch Knobi. Entschuldigen Sie mich. Oh, weiß. Ja. Guck mal, richtig die dunkle und die helle Seite heute. Ying und Yang, weißt du? Das ist so seltsam. Ich will die ganze Zeit irgendwas reinwerfen. Weißt du, so Knoblauch, Salz, Pfeffer, irgendwas. 250 Milliliter kaltes Wasser zugießen. Das jetzt schon? Nein, noch nicht. Erst wenn es hier so Sachen macht. Und sagt, hey, ich bin fertig. So, Knobi ist fertig. Ich kann mir auch ein bisschen Olivenöl. Soll ich deinen zweiten Ring noch anmachen? Oh ja, danke. Guck mal, wie sozial ich heute bin. Ja, richtig. Und ich vergesse es halt immer noch. Es wird so ein Running Gag bleiben. Ja. Also ich bin hier schon gleich fertig. Was denn bei dir? Ja, ich muss noch warten, bis es anheizt, weil ich ein bisschen doof war. Und ja. Volle Ladung. Beutelinhalt einrühren. Na dann, Deckel drauf. Das ist immer wie so ein Minimal, ja, der anfängt. So, ich hau jetzt hier mal, während du da rührst, mein Gemüse rein. Tomaten auf. So, Salz. Weißt du, was auch ziemlich praktisch ist? Ich kann sogar meinen dreckigen Kochlöffel auf die Tüte legen. Ein Profi lässt ihn einfach drinnen liegen. Nicht, dass es dann nachher holzig schmeckt. Ja, fertig. Ich mach schon mal die Spaghetti auf. Passierte Tomaten. So, zack. Wie witzig das wäre, wenn wirklich alles immer so Geräusche machen würde. So. Ja. Köchelt das hier mal ein bisschen vor sich ein. Ich bin gar nicht so weit hinten dran. Ein kleines bisschen Zucker, Salz, Pfeffer, so ein bisschen Oregano, Rosmarin. Das ist eine große Menge. Okay, ich brauchte gar keine, bei mir waren alle schon drin. So, ja, jetzt muss nur noch meine Soße kochen, dann bin ich auch fertig. Oh. Ha, gleich auf, aufgezogen. So, Wasser sprudelt, wa? So. Okay. 400 Grämmchen. Oh! Welche Nudel bleibt länger an der Wand hängen? Meine natürlich. Das werden wir sehen, was mit deiner Nudel passiert. Möge die bessere Nudel gewinnen. Oh, meine hängt da. Das ist meine. Was? Das ist deine. Okay. Wir sollten die da kleben lassen, solange wie sie da klebt. Okay, ich muss aber mal meine Nudeln dringend mal abgießen. Ja. Zack. Oh, guck mal da. Komm, oh. Schnell. Okay. Wer wickelt die meisten Spaghetti auf eine Gabel? 3, 2, 1. Komm schon, Nudeln, lass mich nicht im Stich. Der große Spaghetti-Gott wird mir gewogen sein. Also es wickelt sich bei mir einfach um die komplette Gabel herum. Guck mal, bei mir ist das richtig gerollt und nicht so locker dran. Deine ist ganz schön hoch, das stimmt. Aber das vielleicht sind meine mehr. Müssten wir jetzt wiegen. 814 waren es. Ah, verdammt! 5 Gramm mit einer Nudel gewonnen. Mann. Mit einer. Verdammt. So, 1:1 Vergleich. Ich bin ein bisschen stückiger. Man sieht die Möhrchen, ne? Und die Zwiebeln. Aber die Möhrchen sieht man bei dir auch, aber bei mir sind sie so ein bisschen grober geschnitten einfach. Ja. Kommen wir nun zu unserem Juror Florian. Da. Das bin ich. Punktevergabe. Ja. Melissa, ein Punkt fürs Spaghetti werfen. Oh ja. War super. Und das Essen ging natürlich sehr schnell. Von daher ein weiterer Punkt für dich.
Und bei dir, du kriegst einen Punkt fürs Aufwickeln der Spaghetti, weil das war schon sehr viel. Und dafür, für die Menge der Spaghetti, hast du das unheimlich gut gemacht. Ja, ich habe 10 Jahre rum dafür studiert, das war aufwendig. Ja, ich weiß. So, hier, deine Gabel zum Probieren. Merci. Ich probiere gleich mal den zweiten hinterher. So Leute, wird Zeit für ein Urteil, würde ich sagen. Melissa? Das bin ich. Bei der Gewürzmischung von Knorr, muss ich sagen, schmeckt man eindeutig die Möhren sehr gut raus. Es ist wirklich sau aromatisch, also richtig, richtig toll lecker. Und man gibt vor allem Leuten, die wenig Zeit haben, sich frische Zutaten zu holen, eine gute Alternative. Allerdings, Felix, deine Bolognese war von der Frische her wesentlich intensiver. Man hat die frischen Zutaten deutlich herausgeschmeckt. Und da wir hier bei Yamtamtam für Frische stehen und Selbstkochen eh viel cooler ist, kriegst du die 2 Punkte. Das heißt, ich habe gewonnen. Ja, und hast gewonnen. Bitteschön. Haha! Der goldene Kochlöffel, Damen und Herren. Tschüss. Ich habe gewonnen und jetzt hat sich Flo verabschiedet und wir verabschieden uns auch. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Tschüss. Tschüss, ich feiere meinen Sieg. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ich habe eigentlich gewonnen, meine Nudel klebt immer noch.